Fresser. Meinst du Fresser? Jo Leute, was geht ab? Herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Und zwar heute geht's mit der Booster weiter. Wir haben hier noch Philipp seine Booster liegen. Da müssen wir heute auch noch den Motor dran machen. Dem ist nämlich gestern richtig schön Dreck hier durch reingefallen, als er gucken wollte, was das für eine Membran ist. Rahmen muss er auch noch lackieren, aber ich kümmere mich heute um meine Booster. Und zwar werden wir meinen Block aus meiner Booster, die steht jetzt noch da hinten draußen, ist ein bisschen windig und kalt, deswegen zeige ich euch das jetzt nicht. Ich werde meinen Block aus der Booster rausnehmen und hier den Block von Stefan nehmen. Beziehungsweise das ist eh mein Block auch, aber der hat noch eine Kurbelwelle drin. Heißt, die beiden Blöcke werden getauscht. Bei dem muss ich noch einen Stehbolzengewinde neu schneiden. Das machen wir dann gleich auch noch zusammen auf der Werkbank. Und dann mal gucken, was der Tag so bringt. Ne? Ich habe hier noch einen Zylinder stehen. Hier, den hier. Das müsste mal Lossi MHR sein. Und an sich habe ich alles da. Vielleicht gibt es sogar heute noch einen First Run. Natürlich nicht mit den Komponenten, die dann drinne bleiben, sondern einfach nur mal was zusammengewürfelt, damit es einfach schon mal läuft, damit es grundsätzlich schon mal steht, rollt, läuft. So was halt, dass man dann einfach nur noch nach und nach Komponenten tauschen muss. So, ich habe jetzt Stefans Motor schon mal ausgehangen. Haben wir meine Booster hier drin. Ich glaube, so vollendet hat man sie auch noch gar nicht gesehen. Genau, und wie man hier halt sieht, keine Kurbelwelle drin, nichts drin, deswegen jetzt einfach nur Motor raus und den gleich da rein. Jetzt haben wir den Block hier liegen, meine Booster liegt da und Stefan seine lehnt wieder da hinten an. Und wir müssen auf jeden Fall den Block von innen sauber machen, weil hier ist so Dreck. Und halt hier das Gewinde neu schneiden. Gewindeschneideset habe ich da, muss ich nur gucken, ob ich einen passenden Stehbolzen habe und ansonsten funktioniert hier alles dran und dann ist es wirklich nur noch Zündung rein, Zylinder draufpacken, Vario-Kram, Hinterrad drauf, Vergaser drauf, wieder einbauen, Auspuff drauf und rein theoretisch müsste das Ding dann laufen. Ne? Das ist auf jeden Fall mein Ziel für heute. Mal gucken, ob wir das schaffen. Ich gebe euch auf jeden Fall Updates, aber erstmal kümmere ich mich jetzt um das Gewinde. A few moments later. Stehbolzen habe ich jetzt drin und zwar einen von einer Yamaha Aerox. Die haben nämlich 7mm Gewinde und die Original Booster haben 6mm, also M6 Gewinde und M7 Gewinde habe ich jetzt drin. Passt auch soweit mit dem Zylinder, den Zylinder muss ich ein bisschen mit Klemmung draufstecken, aber der Stehbolzen ist wirklich fest und ich würde sagen, das reicht so. Ich habe hier mit einem ganz normalen Gewindeschneideset einfach ein neues Gewinde reingeschnitten und ja, das funktioniert soweit. Deswegen, ich würde jetzt gucken, dass ich muss jetzt die anderen Stehbolzen wieder reinmachen. Dichtsatz drauf, Zylinder drauf und dann mache ich den Rest weiter. So, wieder mal ein bisschen Zeit vergangen. Für euch ist das hier Cut, 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 Cut. Ja, ich habe jetzt schon einen Zylinder drauf, wie gesagt, ne, mit dem einem 7mm Stehbolzen, einmal mit dem 6mm, also dreimal 6mm, einmal 7mm. So, genau, passt alles soweit. Fußdichtung ist auch schon drauf, jetzt gleich dann nur noch die Kopfdichtung drauf, den Kopf drauf, Ansaugstutzen mit Membran. Und dann den ganzen Rest, Zündung und dann kann der Motor schon wieder rein. Ich bin gespannt, also ich habe jetzt echt nicht lange dafür gebraucht. Ich sehe das Ding heute noch rennen, wenn jetzt nicht irgendwas dazwischen kommt. Es ist mal wieder ein bisschen Zeit vergangen. Philipp ist jetzt mittlerweile auch da, der ist hier fleißig seinen Rahmen am Schleifen. Und hier ist er. Der Motor soweit, Ansaugstutzen ist schon drauf, Membran ist drin, Zündung ist schon eingebaut. Jetzt Vario, nicht wundern, hier ist nur die Riemenscheibe von Stage 6 drauf. Dahinter ist ein Orivario mit abgeranzten Rollen drin. Hauptsache, läuft erstmal irgendwie. Die Booster baue ich jetzt auf, damit sie steht, läuft und ich die Teile halt nach und nach tauschen kann. Und jetzt baue ich noch eine Kupplung hinten ein und dann hänge ich tatsächlich auch schon den Block ein und ich hoffe, sie läuft dann. Also ich will zumindest hören, dass die Karre laufen würde. So. Ich mache jetzt mal weiter, weil es geht jetzt auch so langsam die Sonne unter. The next day. So, im letzten Part habt ihr gesehen, dass ich weiß gar nicht, was im letzten Part kam, weil wir haben jetzt schon wieder zwei Tage später. Auf jeden Fall ist der Motor drin, Vergaser ist drin, sieht man ja alles, Auspuff ist drauf und anspringen tut sie auch schon. Ich hoffe auch jetzt vielleicht. Oder nicht? Ah, die hat gar keinen. Oh, Bremsenreiniger hier. Philipp ist auch wieder am Start. So. Schon Starthilfe, ne?
Das Ding ist mies am Klappern und am Wackeln. So, und jetzt gleich werde ich dann noch einen Gaszug verlegen, weil der ist halt noch nicht drin. Bremszug verlegen. Die Kupplung muss ich noch tauschen, weil die ist der. Ja, die hängt irgendwie. So, ich habe jetzt gerade einen Gaszug verbaut, ne? Und dann habe ich mich draufgesetzt und habe Gas gegeben. Das heißt aber, ich bin dann vorne eine Runde gefahren, wieder zurück, stand wieder hier. Hab Gas gegeben, auf einmal geht die Karre vorne hoch. Ich habe ja noch keine Hinterradbremse drin, ne? Ja, ich würde sagen, hab die Karre das erste Mal geschliffen. Walla Krise, allen hilfst du ihn hoch, aber selbst bleibst du liegen. Oh Mann. Ja, keine Ahnung, mir geht's gut, aber... Ich weiß auch nicht warum, aber der Dingsbums hier funktioniert alles. Ja, jetzt mal was. Das funktioniert alles einwandfrei. Keine Ahnung, woran es lag. Aber ich muss das Ding jetzt hier erstmal zurückbiegen. So, da sind wir wieder. Die Booster steht jetzt echt gut da. Vergaser habe ich jetzt einen anderen drauf, wieder meinen. Carbonmembran habe ich jetzt drin. Die Kupplung habe ich geändert. Gaszug ist drin, Bremszug ist drin. Nach meinem Wheelie-Fail hier eben. Und an sich, die Karre, die rasselt zwar extrem laut, ich glaube, das sind die Kurbelwellenlager, die muss ich dann irgendwann nochmal machen. Aber bis jetzt steht sie echt ganz gut da, es funktioniert soweit alles. Philipp ist da vorne seinen Rahmen am Lackieren, in schön weiß. Ja, film mal gerade. Einfach so, ja. Fresser. Meinst du? Meinst du, Fresser? Ich glaube, die hat einfach keinen Sprit mehr. Da ist nur ein halber Liter Sprit drin gewesen. Ja, ist leer. So, und in diesem Sinne würde ich auch sagen, war es das mit diesem Video. Ich glaube, viel geschafft. Jetzt geht es halt nur noch darum, abstimmen, die ein bisschen schöner machen, dass sie vernünftig läuft. Erstmal neuen Sprit reinkippen. Ja. Und dann geht es jetzt bald damit an den Spot, Junge. Dann wird richtig eskaliert. Ja, wie immer, liked das Video, kommentiert das Video, schreibt eure Meinung zu der Booster unten in die Story. Was soll ich als nächstes Projekt machen? Genau. Bis zum nächsten Mal. Ciao.